Hi, seid ihr von Wake News Radio, Wake News TV. Wir sind heute mal draußen, live, Sendung. Und wir haben einen tollen Gast hier, nämlich den Matthias Klammer. Ja. Hallo. Ja, ich freue mich, dass ihr mich in die Schweiz eingeladen habt. An so einem schönen sonnigen Tag bin ich gerne gekommen. Ja, und hinten sieht man vielleicht im Bild mal das ein oder andere Schiffchen vorbeifahren, das ist auf dem Rhein. Übrigens, auf der anderen Seite ist dann schon Frankreich. Wir sind am Dreiländereck hier, ne? Das Deutschland, wie es sein sollte, haben wir ja noch nicht. Ne? Aber da kommen wir ja irgendwann mal hin, oder? Ja, da kommen wir mit Sicherheit hin. Ja, der Matthias ist deswegen so interessant für uns und wir wollen uns da ein bisschen heute mit diesem Thema beschäftigen, weil wir von ihm hören wollen, was er und seine Leute, mit denen er zusammenarbeitet, da ausgearbeitet haben bezüglich der Reaktivierung von Gemeinden. Und die haben ja schon Erfahrung. Und das wäre vielleicht das Beste, wenn du uns da, du hast ja auch einen gewissen Plan gemacht, wie du es uns darstellst. Und ich denke, da wollen wir dich auch nicht drin stören. Das sollst du so machen, wie du das für richtig hältst. Dass du uns ein wenig auch Auskunft gibst, vielleicht mal zu dir vorab. Und dann einfach einsteigst, was du unseren Zuhörern und Zuschauern mitteilen möchtest. Ja, ich bin Kaufmann seit über 40 Jahren und auch über 60 Jahre alt und habe im Jahr 2008 gemerkt, dass etwas nicht stimmt. In anderen Bereichen habe ich schon viel früher gemerkt, also dass im kaufmännischen Bereich, also in der Makro- oder Mikroökonomie etwas nicht stimmt, das habe ich schon in den 80ern gemerkt. Und wenn man merkt, dass etwas nicht stimmt, kommt man immer auf das Nächste, die Ernährung. Und 2008 habe ich gemerkt, dass das in der BRD etwas nicht stimmt. Komisch, das ist bei mir nämlich auch so. Ich bin auch 2008 so ein bisschen aufgewacht. Ne? Ja. Im Internet war jemand, der den Personalausweis hochgezeigt hat und hat auf den Namen oder Familiennamen hingewiesen. Juristische Person oder natürliche Person. Und da ich Kaufmann bin, wusste ich sofort, was das bedeutet. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Ja, ich meine, im BGB zum Beispiel, Bürgerlichen Gesetzbuch, ist das ja auch schon definiert. Also man weiß das, als Kaufmann weiß man das. Ne? Ja, ja. Was ich jedem raten würde, sich mal in einer ruhigen Minute hinzusetzen, die Augen zu schließen und zu überlegen, ob man das, was in der Realität alles um einen herum passiert, ob man das überhaupt will. Will man Kriege? Will man die Verteilung des Vermögens auf ganz wenige? Will man Hunger in der Welt? Oder wollen wir das ändern? Wollen wir eine Zukunft, wo man im Wohlwollen und in Liebe miteinander umgeht? Auch Länder, Personen, Menschen, Männer, Weiber, die verschiedenen Stadien. Und wenn man dann zu dem Schluss kommt, dass man etwas ändern möchte, dann sollte man sich überlegen, dass man etwas ändern kann. Und das bedeutet, man ist nicht alleine und viele denken, ach, ich kann sowieso nichts machen, weil ich alleine bin. Aber es gibt schon Tausende, Zehntausende, eigentlich Millionen, die wissen, dass etwas nicht stimmt. Und es gibt Zehntausende, die auch schon etwas unternehmen, um es zum Besseren zu bringen. Ja, es ist ja so, wir sehen ja immer nur unser direktes Umfeld. Gut, hier, wir sind natürlich schon international auch verknüpft. Aber der Witz ist, dass es weltweit ja so ist. Ne? Also alle, ob du Deutsch sprichst oder eine andere Sprache, spielt da nicht keine Rolle. Es ist überall die gleiche Situation, mehr oder weniger, oder? Ja, es gibt einige Länder, das ist meistens die Achse des Bösen, wurde das genannt. Das waren noch Länder, die frei waren. Man kann das eigentlich mal daran sehen, dass die eine Staatsbank haben, die vom Staat geleitet wird und nicht von privaten Banken. Und die Sondersituation, die unser Land, Deutschland betrifft, ist, wir können als Einzige auf der Welt ändern. Das hat was mit dem Status zu tun, dass wir noch besetzt sind, und zwar zum Ersten Weltkrieg. Es gibt nur einen Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg war die Fortsetzung des Ersten Weltkriegs durch Waffenstillstandsbruch. Und der Erste Weltkrieg ist nicht beendet. Der Erste Weltkrieg ist nur mit Russland beendet worden. Und zwar war das der Friedensvertrag von 1918 von Brest-Litovsk. Aber mit den drei Mächten, mit den USA, mit Großbritannien und mit Frankreich, gibt es keinen Friedensvertrag. Wenn dieser Friedensvertrag kommt, dann ändert sich der gesamte Rechtsstatus in unserem Land. Alle Verträge, die nach 1918 sind, gelten für uns dann nicht. Es gibt dann keinen Vertrag mit der UNO, keinen mit der NATO, kein ESM, kein TTIP oder was auch immer.
Das sind alles handelsrechtliche Organisationen oder Verträge. Wenn wir souverän werden, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Schweizer, die Österreicher, die Franzosen, die Briten dann in ihrem Handelsrecht bleiben wollen, wenn sie sehen, was sich ändert. Die Gegenseite möchte das natürlich auf keinen Fall und versucht es mit allen Mitteln zu verhindern, dass das eintrifft. In Denver gibt es große Wandmalereien. Du meinst in dem neuen Flughafen? Im neuen Flughafen. Da gibt es unter anderem den großen Krieg und den großen Frieden. Ja. Und der große Frieden zeigt einen Jungen in Lederhose, blond, also typisch deutsch, wie die Amerikaner das sehen. Und alle Kinder der Welt geben diesem Jungen die Waffen ab. Und Kinder, die direkt in der Nähe stehen, das sind die Flaggen, mit denen wir den Friedensvertrag machen müssen. Das heißt, das ist ja auch das Erstaunliche, dass eigentlich uns die sogenannten Eliten, Blutlinien, wie auch immer wir sie nennen, immer Hinweise geben auf das, was sie tun wollen und was man vielleicht tun kann, um das abzuwenden. Aber man muss es dann auch wollen und wissen und wollen, oder? Ja, wir werden freiwillig versklavt. Keiner ist daran gebunden, einen Personalausweis anzunehmen. Ja, man wird schon bedroht, ne, mit dem Personal. Und dann kommen wir, wenn du kein Personal hast. Und dann, ne? Ich habe es schriftlich. Ein Reisepass reicht auch. Und da gibt es einen vorläufigen Pass. Der ist grün. Und der grün heißt übrigens besetztes Land. Rot heißt nicht souveränes Land. Ich habe den gerade dabei. Oh ja. Da steht nur drauf Bundesrepublik Deutschland. Halt mal einen Moment in die Kamera. So, ja. Da steht nur drauf Bundesrepublik Deutschland. Er ist grün, besetztes Land. Er wird direkt in der Gemeinde hergestellt, innerhalb von ein paar Minuten. Also vom Bürgermeister, dem Systembürgermeister ausgestellt. Ja, ne? Genau. Und bei den BRD-Pässen steht oben Europäische Union drüber. Und was oben steht, ist höherwertig. Die drei Mächte haben die BRD nach 1990 an die EU abgetreten. Und die EU-Pässe sind ja auch alle eben rot? Ja, nicht souverän. Weil man sich der EU, was ein Verein ist, das ist keine staatliche Organisation, das ist ein reiner handelsrechtlicher Verein, wenn man sich dem unterordnet, dann ist man nicht mehr souverän. Ja. Was auch auffällig ist, hier sind sechs Schwingen auf jeder Seite. Bei dem Grünen, ja. Ja, bei dem Roten übrigens auch außen. Außen, ja. Aber hier sind sie auch innen drin, die sechs Schwingen. Und die sechs Schwingen, das war die Kaiserzeit, das Deutsche Reich, das Kaiserreich, das waren die 12 Ministerien. Und im sogenannten Dritten Reich kamen da zwei Ministerien, das Reichspropagandaministerium und noch eins für besondere Verwendung. Und deswegen hat die BRD die sieben Schwingen, weil die BRD die Nachfolgeorganisation des Dritten Reiches ist. Das kann man auch im Personalausweis oder sehen. Da steht Name und nicht Familienname. Und was noch auffälliger ist, es steht da Deutsch als Staatsangehörigkeit. Mhm. Und Deutsch, der Begriff Deutsch ist keine Staatsangehörigkeit. Ja. Bis 1934 stand in den Pässen und Ausweisen jeweils der Bundesstaat, unsere Staatlichkeit, wie Bayern, Thüringen, Fürstentum Lippe oder Preußen. Ja. Und 1934 kam das sogenannte Reichsbürgergesetz. Das sind die Reichsbürger. Und Hitler hat dann in diese Ausweise schreiben lassen, den Begriff Deutsch oder Deutsches Reich. Also wer in seinen Ausweis mal reinschaut und hat da Deutsch drin stehen, das ist Drittes Reich im Handelsrecht. Ja, es gibt ja auch eine ganze Menge Menschen, die inzwischen, sagen wir mal, aus dem Ausland hier in die Bundesrepublik in Anführungszeichen kommen, einen Personalausweis erhalten sogar und dann das Gefühl haben, sie seien Deutsche. Der Personalausweis, das hat die Bundesrepublik Deutschland auch immer deutlich gemacht, sagt nichts über die Staatsangehörigkeit aus, sondern legt nur die Vermutung nahe. Wir haben das auch in unserem Buch dokumentiert. Das wird ja teilweise jetzt gelöscht von der BRD, weil sie das nicht wollen, dass das öffentlich ist. Das Bayerische Staatsministerium hatte das, nachdem wir es veröffentlicht haben, haben sie es sofort gelöscht. Das ist eindeutig. Der Personalausweis sagt aus, dass man staatenlos ist mittlerweile, mehr nicht. Ein Staatenloser bekommt einen Personalausweis. Das steht im Staatenlosenabkommen. Und diese Staatenlosigkeit ist
fortlaufend immer weiter ausgeführt worden. Der letzte, der das Ende gesetzt hat, das war unser ehemaliger Kanzler Schröder. Der hat das völlig gekappt. Wir hatten ja das Rustag, das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz. Und da steht, Deutscher ist, wer die Bundesstaatsangehörigkeit oder die Reichsangehörigkeit hat. Deutscher ist ja auch keine Staatsangehörigkeit. Bundesstaatsangehörigkeit ist zum Beispiel Preußen, Thüringen, Sachsen, Bayern. Und dieser Begriff Deutsches Reich war in den Ausweisen der Schutzgebiete. Die hatten den Schutz des Deutschen Reiches, waren aber keine Angehörigen des deutschen eines Bundesstaates. Hatten also auch kein Wohnrecht. Also Gebiete außerhalb, zum Beispiel Afrika? Oder? Ja, Namibia. Ja. Diese Gebiete hatten in dem Ausweis, die hatten ja ihre eigene Staatsangehörigkeit, aber hatten zusätzlich den Schutz des Deutschen Reiches. Ja. Und deswegen stand Deutsches Reich dann drin, was keine Staatsangehörigkeit ist. Das Deutsche Reich ist genauso wie die EU ein Verein. Es gibt übrigens drei Staatenbunde. Das ist die USA, die Schweiz und das Deutsche Reich, Kaiserreich. Nicht zu verwechseln immer mit dem Dritten Reich. Wenn ich Deutsches Reich sage, meine ich immer die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Und diese drei Staatenbünde, das waren also einzelne Bundesstaaten, die haben dann einen Verein gegründet im Handelsrecht und haben dem verschiedene Aufgaben übergeben. Und heute ist es so, dass diese, in der Schweiz zum Beispiel, dass dieser Staatenbund das Sagen hat und soweit ich das auch gehört habe, alles ins Handelsrecht drängt. Die Gemeinde, angefangen von der Gemeinde über die Bundesstaaten. Ja, es wird ja in der Schweiz, das haben wir auch, das werden wir auch noch behandeln in Kürze, hat es ja 1848 eben diese Änderung von Staatenbund zu Bundesstaaten gegeben. Und das ist das Problem, weil da gibt es auch viele Fragezeichen. Aber das ist noch ein weiteres Thema, das kommt auch noch. Matthias, klasse Informationen, die du da uns auch weitergibst. Jetzt die Frage, woher kommt man oder wie kommt man an solche Informationen? Man muss natürlich sehr viel auch recherchieren, oder? Ja, das heißt also, bei mir ist das so wie so ein riesiges Mosaik. Hunderttausende Steinchen und jede Information bildet dann irgendwann ein Bild. Und wenn zum Schluss drei Steinchen fehlen, dann weiß man, wenn die Information kommt, dass sie da genau hinpasst. Und ja, ich habe 2008 angefangen zu recherchieren, über 16.000 Stunden. Und dann hat sich das Bild geformt. Ich hatte natürlich auch viele, die auch aus dem Ausland, wo der Wissensstand viel, viel höher ist, wie bei uns im Land, die mir auch Informationen gegeben haben, ne? Und, ja. Oder Unterlagen. Gut, es liegt natürlich auch daran, dass wir ja in einer Matrix leben, die kontrolliert wird. Die Medien sind kontrolliert, die Massenmedien. Und haben den Auftrag, uns eben nicht umfassend zu informieren. Sonst, ich meine, blöd sind die ja auch nicht. Ne? Nee, die könnten das alles machen, oder? Ja, die Seite, die von den Familien beherrscht wird, die haben die besten Leute auf der Welt für ihre Propaganda. Ein Beispiel, wenn man hört, was mit Russland so alles passiert, das, was wirklich dahinter steckt, das wird einem nicht erzählt. Der Hintergrund ist folgender. 1917 hat Lenin den Staat übernommen und brauchte Geld, goldgedecktes Geld, und hat dann die russische Staatsbank, die eine reine Staatsbank war, übrigens alles, was über Russland erzählt wird aus der Zeit des Zaren, das stimmt auch nicht. Die Landwirte und Bauern hatten Bodenrecht, die hatten ihre eigene Scholle. Es war ein gewisser Wohlstand da, der danach weit abgesunken ist. Jedenfalls hat Lenin die Bank an die Warburg-Gruppe verkauft, auf 99 Jahre. Warburg ist auch einer der großen Bankster-Familien. Ja, ja, das war damals eine führende Gruppe. Und dieser Vertrag läuft auf 99 Jahre. So Handelsverträge werden immer auf 99 Jahre abgeschlossen. Und dieser Vertrag läuft aus, und zwar dieses Jahr im November. Und Putin hatte 2014 bereits verkündet, dass er den Vertrag nicht verlängert. Die westliche Gruppe möchte die Verlängerung und dann werden Sanktionen ausgerufen. Der Ölpreis wird gesenkt, um Russland zu schaden. Aber so, soweit meine Informationen sind, hat Putin die Importe genauso gesenkt wie die fallenden Exporte und hat dadurch seine Währungsreserven halten können. Also diese ganzen Maßnahmen haben nicht die Wirkung gezeigt. Aber man muss das wissen, die Zentralbank in Russland ist in privater, westlicher, wenn man so will, ja. Hand. Also wenn die Russen Öl und Gas verkauft haben, dann haben sie dafür Dollar bekommen.
nur mit den Dollar konnten sie in die Rubel generieren. Also waren völlig abhängig von dem Dollarsystem. Und deswegen ist Russland auch kein souveränes Land. Das kann man auch daran sehen, wenn Putin seine Neujahrsansprachen macht, hat einmal diese russische Fahne und dann die Fahne mit der Goldbordel. Das ist die Fahne, die zeigt, dass sie teilweise unterworfen sind. Übrigens bei der letzten Neujahrsansprache lief das etwas anders, das ist mir aufgefallen. Es kam erst die russische Fahne auf dem Kreml, dann hat Putin die Ansprache gehalten ohne Fahne im Hintergrund. Und am Ende der Sendung kam dann die Fahne mit der Goldbordel auch auf dem Kreml. Also Jahre davor war das immer direkt vor den Fahnen. Also ich vermute, dass das symbolisiert, dass das jetzt zu Ende geht. Ja, das ist also hochinteressant. Ich meine, wir haben ja auch schon mal gesagt, also viele Ministerien und so von der, auch von der russischen Föderation sind ja auch alle bei Dun & Bradstreet als Firmen dort aufgezeichnet. Also vielen ist das auch nicht bewusst. Also Russland, die USA, fast alle Länder der Erde sind im Handelsrecht. Und ich glaube auch nicht, dass Putin das ändern möchte, weil das Handelsrecht ist sehr bequem. Das Handelsrecht-Spiel heißt Monopoly. Ja, sie haben die Bank, sie machen die Spielregeln, ja. Sie haben die Badstraße, Schlossallee, sie haben alles. Genau. Und wenn wir beiden Karten spielen und ich die Spielregeln mache und habe am Schluss nicht die Asse, sondern die Siebenen, dann sage ich jetzt, die Sieben gewinnt. Und wer hat da eine Chance? Nur derjenige, der die Spielregeln macht. Und die Spielregeln werden ja immer so geändert, dass es passt für sie. Und ja. Da im Handelsrecht hat man keine Chance. Man sollte vielleicht, um das nochmal zu ergänzen, nicht den Fehler machen, zu meinen, dass irgendwelche Mächtigen sich um den kleinen Menschen wirklich Sorgen machen. Ja, nur wenn es ihnen nutzt, oder? Wie sie uns sehen, das kann man in den ganzen Kriegen sehen. Ob da im Irak eine Million sterben, das interessiert nicht. Die sehen uns wie Untermenschen, also wie Kanonenfutter. Ja, ja. Sie sind die, die das Wissen haben, aber leider für sie ist es nicht so, dass es sie die Einzigen sind, die das Wissen gepachtet haben. Es gibt auch andere, die das Wissen sich erarbeiten können. Ja. Und auch die Familien sind teilweise bekannt. Ja, jetzt, du hast ja jetzt mit der Gemeindeaktivierung, mit diesem Modell, wenn man so will, hast du ja angefangen, auch einen Weg aufzuzeigen, wie man vielleicht aus dieser Klammer wieder ein bisschen rauskommen kann. Wie hast du das jetzt geplant? Würdest du uns das mal darstellen oder hast du noch andere wichtige Punkte, die du vorstellst? Ja, wir können da ja schon mal drüber sprechen. Hintergrund ist der Erste Weltkrieg. Ich hatte ja gesagt, es gibt nur einen Weltkrieg und dieser Weltkrieg ist ja nicht mit Friedensverträgen beendet worden. Wir sind immer noch ein besetztes Land. Da, wo ich wohne, haben die Briten ein riesiges Areal, die Senne. Die USA sind in Süddeutschland sehr engagiert. Und wir haben die Möglichkeit zu signalisieren, dass wir zum Friedensvertrag bereit sind. Jetzt muss man wissen, dass 1949 Name in den Ausweis geschrieben worden ist. Und nicht Familienname. Das heißt also, man ist eine juristische Person. Das war die Voraussetzung zur ersten Plünderungswelle im Geldsystem. Das heißt, 1952 kam der Lastenausgleich. Kann man sich im Internet ansehen, Lastenausgleichsgesetz. Wir haben auch einen YouTube-Film darüber gemacht, die wichtigsten Sachen daraus gezeigt. Jeder musste 50% seines Geldvermögens abgeben oder und... Wenn er eine Immobilie hatte, kriegte er eine 50% Zwangshypothek auf das Haus. Und das musste man 4 Jahre in die Vergangenheit und 26 Jahre in die Zukunft bezahlen. 4% in die Vergangenheit, in die Zukunft 3%. Wenn man das alles zusammenrechnet mit Zins und Zinseszins, ist das knapp der Wert des Hauses gewesen. Das heißt, es geht darum, dass wir umsonst für sie arbeiten. Das ist der Hintergrund. Und jetzt kommt die nächste Welle. Man kann auch sagen, Sklaven zu sein. Ne? Ja, ja. Also man gibt uns noch ein bisschen was, dass wir... Ja, dass die Leute noch so ein bisschen bei Lust und Laune gehalten werden, aber nur so gerade. Und in Russland ist die, ist das anders. Da gibt es nur 13% Einkommenssteuer. Da werden die Leute also noch mehr bei Laune gehalten. Wenn das in unserem Land so wäre, dann würde ja auch keiner irgendwas sagen bei 13% Einkommenssteuer. Das Deutsche Kaiserreich hatte übrigens 10% maximal damals.
Die nächste Welle ist jetzt seit 1990 am Kommen. Und zwar sind alle, die direkte Besatzung ist ja beendet worden durch den 2+4-Vertrag. Berlin und Deutschland als Ganzes ist freigegeben worden. Das heißt, das ist der zweite, die Fortsetzung des Ersten Weltkriegs, der Zweite Weltkrieg, der beendet wurde. Und jetzt geht es ja nur noch um den Ersten Weltkrieg. Und danach haben sie jetzt 1990 alle Behörden, Firmen, Städte ins Handelsrecht gesetzt. Das heißt, man braucht nur bei Dun & Bradstreet nachgucken, Stadt Paderborn, Firma. Ja. Kreis Paderborn, Firma. RP, Firma. Das kann man auch beim Katasteramt nachsehen. Da steht dann Gebietszugehörigkeit, Stadt Paderborn, Kreis Paderborn, RP, alles Firmen. Das Bodenrecht ist gekappt. Das heißt, die Leute, die im Haus wohnen, sind noch Besitzer, aber nicht mehr Eigentümer. Und wenn man das Bodenrecht bescheinigt haben will, gibt es die sogenannte Grundsteuermutterrolle. Die stammt aus der Zeit von 1830, 1880. Ich habe mir die ganzen Unterlagen geholt. Mein Vater, also meine Vorfahren stammen aus Schlesien. Mein Vater hat das erste Grundstück gekauft, 1952. Und das ist doch in der Grundsteuermutterrolle eingetragen worden per Hand. Die späteren Käufe nicht mehr. Und in dieser Grundsteuermutterrolle steht auch noch die Gebietszugehörigkeit. Also ich bin geboren 1952 in Neuhaus. Dann ist Neuhaus umgewandelt worden. Der Name wurde dann in Schloss Neuhaus umgewandelt. Und 1975 gab es eine Gebietsreform, nannte man das. Und dann wurde die Gemeinde eingemeindet. Auch das verstößt gegen das Völkerrecht, gegen die HLKO, weil der Besatzer das zwar verwalten darf, aber solche Veränderungen nicht vornehmen darf. Aber das war schon eine Konzentrierung, um in der Gemeinde und im Amt Neuhaus war es so, da kannte jeder den Amtsdirektor, da war persönlicher Kontakt möglich. Und das wird jetzt alles so anonym gemacht in so große Einheiten, dass da überhaupt kein Durchkommen mehr ist. Und es wird alles nicht mehr unterschrieben. Keiner unterschreibt mehr, wahrscheinlich auch wegen Haftungsfragen, persönlichen Haftungsfragen. Aber auch schon die Alliiertenbefehle und Schäf und so weiter, diese ganzen Gesetze sagten ja auch, dass es nicht ohne Genehmigung der Besatzer, sagen wir mal, Grundstücke übereignet werden durften oder also solche Sachen geschehen durften. Ist das richtig? Nach meinem Kenntnisstand ist es so, die Alliierten haben ja beschlagnahmt, alles was den Gauen, den Städten und so weiter gehörte. Aber sie konnten nicht beschlagnahmen, was den Staatsangehörigen der Bundesstaaten gehörte. Das heißt also, wenn ein Staatsangehöriger eines Bundesstaates einem anderen sein Grundstück verkauft, das konnten sie nicht unterbinden. Aber wenn jemand von der Stadt Paderborn, die ja bis 1990 auch noch ihr Wappen getragen hat und eine Gebietskörperschaft war, wenn man von dieser Gebietskörperschaft ein Grundstück gekauft hat, dann ist das ohne Genehmigung der Alliierten nicht möglich gewesen, weil das ja alles beschlagnahmt war. Ne? Das heißt auch, die ganzen Privatisierungen, die ja gemacht wurden, alles ist ja mehr oder weniger inzwischen schon privatisiert worden. Auch die Deutsche Bahn beispielsweise ist ja eine Aktiengesellschaft geworden. Ja. Das dürfte auch alles ein wenig fragwürdig sein, ja, oder? Das kann man alles rückabwickeln, wenn wir den Friedensvertrag haben. Freuen wir uns da schon drauf, ja. Oder? Uns schwebt vor, dass wir wollen keinen König mehr, keinen Kaiser, wir wollen auch keine Parteien dazwischen haben, wir wollen die direkte Demokratie. Das ist ja in der Schweiz auch noch so ein bisschen da, ne? In den Gemeinden, dass man da abstimmt. Das heißt also, nehmen wir mal an die Gemeinde Neuhaus, die wählt einen Gemeinderat und wählt gleichzeitig ein Gremium von 7 bis 9 Leuten, die diesen Gemeinderat jederzeit absetzen können, wenn sie einstimmig sind, wenn der Gemeinderat sich nicht an das hält, was die Gemeinde will. Dann das nächste ist, dass das in alle Ebenen so weitergeht. So und so viele Gemeinden können die Regierung, unsere Angestellten, auch wenn sie sich nicht an das halten, was der Souverän vorgibt, können sie abgesetzt werden und durch neue ersetzt werden. Und das Wichtigste in einem souveränen Staat ist die Verfassung. Wir haben eine Verfassung in Preußen, das sind ja alles Bundesstaaten, von 1850, die von der Bevölkerung durchgesetzt wurde. Und zwar mit ihrem Leben. In Berlin gab es den sogenannten Blutsonntag, da sind die Leute auf die Barrikaden gegangen, wurden von preußischen Soldaten erschossen. In Paderborn-Neuhaus gab es einen Gerichtsreferenten Löhrherr, der sich für die Verfassung eingesetzt hat, der ist in Festungshaft gegangen. Und 1848 sind die Leute freigelassen worden, weil eine Einigung mit dem König bevorstand. Dieser Gerichtsreferent Löhrherr ist
frenetisch begrüßt worden in Neuhaus, kann man aus den alten Schriften entnehmen. Und später ist er sogar geadelt worden vom König für seine Heldentaten, aber im Nachhinein. Und die Verfassung wurde eingeführt mit, und zwar 1850. Die Adligen wurden weitestgehend entmachtet. Der König hat noch 2 Jahre verhandelt, weil er König bleiben wollte. Und es standen bürgerliche Rechte drin. Das kann man, da kann man übrigens, wenn man sich die Verfassung ansieht, die es gibt, richtige Verfassung haben bürgerliche Rechte. Telefongeheimnis, Unversehrtheit der Wohnung. Und in der preußischen Verfassung steht noch was Besonderes. Artikel 10 sagt, der bürgerliche Tod und die Strafe der Vermögenseinziehung finden nicht statt. Der bürgerliche Tod ist in der BRD die juristische Person, der Name. Ne? Das war keine natürliche Person. Das ist der bürgerliche Tod. Und in Preußen war das durch die preußische Verfassung ausgeschlossen. Wahrscheinlich ein Grund, warum Preußen auch so niedergemacht wird. Ja, ist der Feind der Mächtigen in gewisser Weise. Ja. Ne? Weil die Bürger damals schon Rechte durchgesetzt haben. Ich gehe davon aus, dass man heute noch viel mehr in die Verfassung reinschreiben sollte. Man sollte die Verfassung nicht abschaffen oder sich darüber Gedanken machen, irgendwas Neues zu machen, sondern man sollte die Verfassung ergänzen. Das heißt, welche Verfassung dann? Ja, die preußische Verfassung von 1850. Dann für alle anderen Staaten auch, oder? Nein, jeder Bundesstaat hat eine eigene Verfassung. Ja. Jeder Bundesstaat ist eine eigenständige Einheit. Dezentral hat immer den Vorteil, dass es leichter ist, durchzugreifen als Staatsangehöriger. Früher gab es in jeder Stadt Stadtwerke, die die Energie hergestellt haben. Heute gibt es nur noch wenige Konzerne, die alles beherrschen. Ja. Und das Kartellrecht besagt eigentlich, dass keiner eine Marktmacht haben kann, um etwas zu beherrschen. Normalerweise müsste das Kartellrecht das gar nicht zulassen. Ne? Aber da wir im Handelsrecht sind, ja, geht es wieder um die Spielregeln. Ne? Wer macht die Spielregeln? Und das machen immer die, die über das Schuldgeld verfügen, ja, oder ja, die das regeln. Die das Geld aus dem Nichts machen. Jetzt wollen wir gleich mal jetzt auf deine, das Modell der Gemeindeaktivierung eingehen. Ist das für dich okay? Ja. Der Hintergrund ist ein Staatsvertrag. Fast alle Staaten der Welt haben zwischen 1907 und 1910 die Haager Landkriegsordnung, HLKO, unterschrieben. Und die Haager Landkriegsordnung ist eigentlich eine Gebrauchsanweisung, wie man Krieg führt. Da steht drin, wie das zu handhaben ist, dass man zum Beispiel keine Zivilisten bombardieren darf, wo die Alliierten sich allerdings da nicht dran gehalten haben, im Zweiten Weltkrieg, in der Fortsetzung des Ersten. Die Haager Landkriegsordnung beschreibt aber auch, was während einer Besatzung der Besatzer darf und was er nicht darf. Da steht zum Beispiel drin, dass Privateigentum nicht geplündert werden darf. Von einem Bundesstaatsangehörigen. Von einer Sache steht da nichts drin. Eine Sache darf geplündert werden, also eine juristische Person. Es steht auch drin, dass die Gemeinden dem expliziten Schutz der Haager Landkriegsordnung unterstehen. Es darf bei der Gemeinde nichts beschädigt werden. Und es soll geahndet werden, steht in der Haager Landkriegsordnung. Im Augenblick ist es allerdings so, dass drei Mächte sich nicht an alles halten, was da drin steht. Es geht die Angst bei ihnen um, dass sich was ändern könnte. Und da wird im Augenblick sehr massiv Druck ausgeübt. Ja, das kann man ja leider überall spüren und sehen und hören. Ich kriege täglich solche Meldungen, was man macht. Kinder wegnehmen, wobei das ja eigentlich, Kind ist ja auch schon wieder eine Sache. Ja. Die behandeln uns eben nicht wie Menschen oder Mensen, wie man ja auch sagen kann, weil mit dem Mensch ist ja auch noch, aber das ist noch ein separates Thema, auch noch eine Sache, die vielleicht nicht 195% auf dem Punkt ist, aber wir tasten uns ja langsam an die Wahrheit heran. Ne? Die Wahrheit ist, es gibt das Naturrecht, man wird geboren als Mann oder Weib, da sieht man wieder das Wort Weib ist auch niedergemacht worden. Und wenn man eine Geburtsurkunde sieht, da steht drin, ein Knabe oder ein Mädchen wurde geboren. Und nur der Vorname. Das sind wir. Und dann gehen die Eltern zur Behörde und melden das Kind an und dann wird die Person geschaffen. Im Deutschen Kaiserreich war das die natürliche Person mit vielen Rechten. In der BRD ist es die
juristische Person ohne Rechte. Du hast also, musst quasi alles das tun, was man ja von dir will. Ja, man ist versklavt. Man hat null Rechte. Die juristischen Personen der BRD sind mittlerweile staatenlos. Im staatenlosen Abkommen der BRD, also vor 1990, steht drin, ein Staatenloser erhält einen Personalausweis. Das hatten wir jetzt schon eben. Und durch die HLKO ist auch geregelt, Krieg wird erklärt, der Kriegszustand. Dann gibt es den sogenannten Waffenstillstand, in dem wir jetzt sind. 1918 ist der Waffenstillstand ausgehandelt worden. Was anderes gibt es mit den drei Mächten nicht. Und der Abschluss des Krieges ist der Friedensvertrag. Und wir als Bundesstaatsangehörige müssen signalisieren, dass wir zum Friedensvertrag bereit sind. Und dann müssen die drei Mächte mit uns verhandeln. Und die Frage ist, wie kommen wir dahin? Der mir einfachste Weg erschien, dass wir unsere, das hat auch den Nebeneffekt, dass wir das Bodenrecht wiederbekommen, dass man die Gemeinden reaktiviert. Die Gemeinde ist ja jetzt, man kann sich das so vorstellen, ein großer See, die Gemeinden sind unter Wasser abgesunken. Darüber ist das Wasser das Handelsrecht. Wenn wir die Gemeinde reaktivieren, taucht es wieder aus dem Wasser auf. Wir gehen aus den Verträgen raus. Es reichen am Anfang 6 bis 8 Staatsangehörige, die nachweisen müssen, dass sie Bundesstaatsangehörige sind. Ja, wie geht das? Ja, durch den Ahnennachweis. Sie müssen nachweisen, dass ihre Vorfahren vor 1914 deutsche Bundesstaatsangehörige waren. Bei mir war das ganz einfach. Mein Vater ist vor dem Ersten Weltkrieg geboren. Das muss väterlicherseits, glaube ich. Im Rustag ist das geregelt. Das ist immer nach der männlichen Linie. Ob man das so beibehalten will, ich würde es eher nach der weiblichen Linie machen. Aber das würde dann ja auch wieder der Souverän entscheiden. Mhm. Wir haben die Gemeinde Neuhaus im April 2013 reaktiviert. Und haben gemerkt, dass da auch Reaktionen von der Gegenseite kamen. Im November des gleichen Jahres hat sich die Bundesregierung postalisch von Berlin nach Bonn umgemeldet, weil Bonn die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland ist. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Verwaltungskonstrukt der Alliierten. Bis 1990 war es ein direktes Verwaltungskonstrukt und nach 1990 ist es ein indirektes, kann man sagen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, da durch den 2+4-Vertrag die Fortsetzung des Ersten Weltkrieges, der sogenannte Zweite Weltkrieg, beendet wurde. Deutschland und Berlin als Ganzes ist freigegeben worden, steht da drin. Haben wir die Möglichkeit, uns selbst zu organisieren. Und wenn man anfängt, 6, 8 Personen reichen, dann kann man sagen, diese Gemeinde, ich bin die Person, die auf dem Boden steht, die Gemeinde ist wieder im Bodenrecht. Damit hat man als erstes den Schutz, dass man demnächst nicht ausgeraubt werden kann. Dieser Schutz ist allerdings nur dann da, wenn es viele Gemeinden gibt. Da reichen nicht 10, 20, 30, das müssen sehr viel mehr werden. Und dann ist dieser Schutz der HLKO da. Jetzt habt ihr das ja sehr super toll beschrieben und wir werden im Anschluss auch nochmal da eure Dokumente zeigen mit Webseiten und so weiter. Und das machen wir aber gleich separat. Jetzt ist es natürlich so, jetzt wird jeder sagen, ja, aber ihr seid jetzt Preußen. Wie geht das in den anderen Staaten? In den anderen Bundesstaaten geht das genauso. Und es sind ja fast allen Bundesstaaten schon Gemeinden reaktiviert worden. Und jeder Bundesstaat ist eigenständig und jede Gemeinde ist eigenständig. In der Gemeinde ist es so, der Gemeindevorsteher hat eine Stimme. Der hat nicht das Sagen. Das ist wie im Naturrecht. Wenn der Häuptling einem Krieger was befohlen hat, war er nicht mehr Häuptling. Und der Gemeinderat bestimmt die täglichen Sachen. Wenn die Gemeinde da nicht mit einverstanden ist, können sie auch dagegen vorgehen. Und größere Sachen würden grundsätzlich von der gesamten Gemeinde abgestimmt. Wenn einige auf die Idee kommen, ein Schwimmbad zu bauen, geht das nur in dem eine Gesamtabstimmung in der Gemeinde. Das nennt man Basisdemokratie. Das wirklich alles über die mündigen Bürger geregelt wird. Das bedeutet natürlich auch, dass die mündigen Bürger sich damit beschäftigen sollten. Und das ist heute teilweise völlig abhanden gekommen. Es gibt ein paar Leute im Land, die meinen, das Sagen zu haben und die regeln alles. Und alle anderen sagen, ach, ich kann ja sowieso nichts machen. Und das würde sich komplett ändern. Und
Das die Verantwortung gehört zurück zu uns. Ja, der Souverän ist eigenverantwortlich. Wenn er diese Verantwortung nicht übernimmt, wird es für ihn geregelt. Jetzt gibt es aber vielleicht ja dann Irritation, weil es gibt ja schon Gemeinden im Rahmen des Bundes oder der Bundesrepublik, in wo auch immer, Nordrhein-Westfalen, wie immer diese sogenannten Einheiten heißen. Gibt es da dann nicht mit einmal, wenn es dann zwei Neuhaus gäbe, ja, beispielsweise, gibt es da nicht irgendwie ein bisschen dann durcheinander? Wie kann man das also beschreiben? Neuhaus hieß früher Neuhaus in Westfalen, damit war das geregelt. Es gibt auch Neuhaus im Solling. Die Stadt Paderborn ist eine Firma und viele Gemeinden sind heute auch Firmen. Und es gibt einmal die staatliche Gemeinde und die Gemeinde im Handelsrecht. Aber das wer sind zwei dann, Rechtskreise nebeneinander. Ja, aber ist doch nicht die staatliche, wäre doch, dann stünde doch dann eigentlich über der gewerblichen, oder? Rein rechtlich, ja. Aber die BRD versucht alles, um das zu unterdrücken. Ne? Wenn sie das zulassen würden, was nach der HLKO, nach dem Recht wäre, dann wären sie ja innerhalb von Wochen abgeschafft. Und das wollen sie natürlich nicht zulassen. Ja. Aus dem Grunde wird alles getan, um das zu unterbinden. Und wir können uns nur befreien, wenn viele aufwachen und viele diesem Beispiel folgen. Ich habe ein aktuelles Beispiel, das ist ein Gesprächskreis im Raum Arnsberg, der sich gegründet hat. Am Anfang ging es da etwas chaotisch zu, dann hat sich eine Gemeinde reaktiviert und mittlerweile gibt es vier Städte und acht Gemeinden, die sich aus diesem Gesprächskreis raus reaktiviert haben. Macht ihr dann auch so Treffen oder bietet ihr so etwas an, beziehungsweise auch, ja, ich meine, wir müssen ja alle ein bisschen lernen. Gibt es da vielleicht so Fortbildungsmöglichkeiten? Also ich kriege jeden Tag Mails, unendlich viele, und jeder möchte einen Termin mit mir haben. Das geht natürlich leider nicht. Wir haben 12 Filme bei YouTube. Wenn man die finden will, dann braucht man nur den Suchbegriff Weltfrieden eingeben. Und unsere Filme zeichnen sich dadurch aus, dass sie Gold, Rot, Schwarz zeigen. Und zwar ist das die Fahne vom Hamburger Manifest. Es wird das wiedergegeben, und zwar wird die Fahne so beschrieben: aus der dunklen napoleonischen Zeit und den blutigen Kriegen in eine goldene Zukunft. Ja. Und wenn man sich die Weimarer Fahne anguckt, ist das genau umgekehrt: aus einer goldenen Vergangenheit und blutigen Kriegen in eine dunkle Zukunft. Das ist symbolisch zu sehen. Und die Gemeinden, wie gesagt, können, wenn sie in größerer Zahl da sind, 1000 plus, dann können sie mit dem Friedensvertrag oder sich über den Friedensvertrag Gedanken machen. Du meinst jetzt 1000 Gemeinden oder jeweils 1000 Leute? 1000 Gemeinden, ja. Und in den Gemeinden sollten auch schon mehr wie 8 Leute dann sein. Aber ja, das ist eine Frage der Aufklärung. Man fängt ja an, und wir haben uns als Schwerpunkt die Aufklärung auf die Fahnen geschrieben. Wir haben erstmal 12 YouTube-Filme gemacht, und wenn man sich einen YouTube-Film ansieht, ist immer der Betreiber dieses YouTube-Films unten links unter dem Film. Bei uns ist das Symbol der weißen Rose. Und wenn man da drauf klickt, kommt man auf die Hintergrundseite und da stehen dann Videos, und da kann man sehen, welche Videos derjenige, wir zum Beispiel oder andere gemacht haben. Das wissen auch viele nicht, dass man so im Hintergrund, wir haben auch Filme, Videofilme, die wir in der Top-Liste haben, die wir für wichtig erachten. Das kann man sich alles da ansehen. Oder da gibt es auch eine Diskussionssache, die man da, wo man was reinschreiben kann. Das ist alles auf der Hintergrundseite. Damit haben wir angefangen. Dann haben wir ein Buch entwickelt, wo wir die geschichtliche Seite beschreiben. Das gehen wir gleich nochmal separat durch. Ja. Und da sind auch die Verträge. Es gibt ja nach 1918 verschiedene Handelsverträge. Also alles nach 1918 ist erstmal im Handelsrecht. 1918 hat sich die SPD durch Selbstermächtigung ans Ruder gebracht, nicht durch den Souverän gedeckt. Und das ist Handelsrecht, Selbstermächtigung. Das war dann durch Hitler Selbstermächtigung, ging das weiter. Dann kam die alliierte Besatzung und dann jetzt die indirekte Besatzung. Und die Verträge... Der Kaiser, also durch das Ausrufen der Weimarer Republik, da hat man ja angeblich den Kaiser überrumpelt, der damit vermutlich nicht einverstanden war. War das eben schon so ein Willkürakt?
Ja, ich vermute, dass der Kaiser nicht den Romanows folgen wollte. Dass man, ich habe auch schon Unterlagen gesehen, ist natürlich immer schwer zu sagen, ob die alle echt sind, wo er bedroht wurde, sein Leben bedroht wurde. Jedenfalls alles danach ist Handelsrecht. Und da gibt es verschiedene Verträge, den Versailler Vertrag zum Beispiel, ein Handelsrechtsvertrag. Da steht drauf Vertrag zum Frieden in Englisch. Und der ein Richterfriedensvertrag heißt einfach Friedensvertrag. Ja. An die solchen Wortschöpfungen werden wir auf den Arm genommen. Ja. Und der Einzelne, der das nicht weiß, glaubt dann, was er da sieht oder... Vermutlich, und ich bin mir beinahe sicher, ist das auch so in Österreich mit Japan und mit Italien, weil die waren ja auch verbündet mit dem A.H., wie ich ihn immer gerne nenne. Und gerade in österreichischen, es gibt ja in Österreich überhaupt gar keine Verfassung, sondern da gibt es nur einen Vertrag mit Russland oder mit UdSSR. Mehr gibt es eigentlich. Da gibt es nicht mal einen Souverän, also offiziell zumindest nicht. Ja. Wir sind noch besetzt. Ja. Österreich ist nicht besetzt. Und auch Japan ist nicht direkt besetzt. Und durch diese direkte Besetzung oder indirekte Besetzung jetzt haben wir die Möglichkeit, uns über die HLKO zu befreien. Das haben die anderen nicht. Wobei, vielleicht finden, weil ich habe ja auch viele Zuhörer und Zuschauer aus Österreich und anderen Ländern, die sich natürlich auch darum Fragen stellen. Ne? Wie sind wir eigentlich? Wo gehören wir eigentlich dazu? Ja, der Souverän kann auch in Österreich seine Gemeinden reaktivieren und den Rechtsstaat wiederherstellen. Das kann jeder, nur eben nicht unter der HLKO. Das ist ein etwas schwieriges, eine schwierige Möglichkeit. Die Möglichkeit für uns in Deutschland sind am besten. Ja. Und es gibt einen deutschen Philosophen, der das damals schon ausgedrückt hat. Sinngemäß hat er gesagt, es wird in Deutschland für die Welt entschieden, ob das Handelsrecht oder das Staatsrecht die Oberhand bekommt, ne? Und deswegen versucht man ja auch, Deutschland besonders in den Fokus zu nehmen, ob es jetzt die Asylflüchtlingswelle ist, die ja vor allen Dingen natürlich auch nach Deutschland kommt, wo man den Eindruck gewinnt, man will irgendwie die Deutschen hier verdünnen, ausdünnen oder vielleicht sogar vernichten, oder? Also das war schon vor der Flüchtlingswelle. Ich habe mich 2012 mit dem Thema schon beschäftigt. Ich habe mir UNO-Resolutionen angesehen, ich habe mir die Nürnberger Prinzipien durchgelesen und so weiter. Alles, was die Herren geschaffen haben. Und danach war der Status des Völkermordes schon 2012 in Deutschland gegeben. Wir hatten weit über 30% Migranten im westlichen Teil. Und ich habe 2012 vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag geklagt auf Völkermord. Und diese Klage ist angenommen worden. Mit Aktenzeichen. Wobei man wissen muss, der Internationale Gerichtshof in Den Haag ist eine Unterorganisation der UNO und die UNO... Auch bei Dun & Bradstreet eingetragen. Ja, ja. Und die UNO ist ein Verein dieser Familiengruppen. Ja, und wir stehen ja mit diesen Familien im Krieg, weil wir sind in... Deutschland ist dort als Feind ja aufgeführt in den Feindstaatenklauseln, also, oder? Den Begriff Krieg möchte ich nicht benutzen. Okay. Wenn man in Wohlwollen und Liebe zusammenlebt, dann gibt es diesen Begriff nicht. Also? Dieser Krieg wird uns immer aufgedrängt oder man wird verführt dazu. Mhm. Welchen Grund gibt es, ein Haus zu zerbomben oder einen Menschen zu töten? Mhm. Also mir fällt keiner ein. Ja, aber das mit der Feindstaatenklausel, das oder den Klauseln, das stimmt doch, oder? Die UNO würde, wenn wir souverän werden, auch aufgelöst werden müssen. Ja. Die Feindstaatenklausel, also die UNO ist gegründet worden gegen die Feindstaaten, Japan und Deutschland, Italien. Und da gibt es fünf Vetomächte, die das Sagen haben, allen voran die USA. Und das würde dann abgeschafft. Es gäbe einen neuen Völkerrat, wo dann mehr Entscheidungen käme. Das heißt also, diese Macht dieser Mächte aus dem Zweiten Weltkrieg wäre dann gebrochen. Alles durch unseren Friedensvertrag. Ja. Genauso wäre ein weiterer Vertrag, der 1944 abgeschlossen wurde im Handelsrecht, ist der sogenannte Schäf-Vertrag. Ja. Der beinhaltet noch Sachen, die heute aktuell sind. Der Schäf-Vertrag im Artikel 52 steht Kontrolle und Beschlagnahmung von Vermögen. Mhm. Regierung, Staatsangehörige und Bewohner
Komma, mit Ausnahme des Deutschen Reiches, das ist das Kaiserreich mit gemeint, die von Deutschland besetzt waren, die von den Alliierten besetzt waren oder die nach 39 gegen die Alliierten Krieg geführt haben, unterliegen der Kontrolle und Beschlagnahmung von Vermögen. Im gleichen Chefvertrag steht auch drin, was Deutschland heißt. Mhm. Der Begriff Deutschland heißt bei den Alliierten das Deutsche Reich in den Grenzen vom 31.12.1937. Also wenn die Alliierten den Begriff Deutschland verwenden, dann meinen sie immer das Dritte Reich. Und wenn sie Deutsches Reich sagen, dann meinen sie das Kaiserreich damit. Der Begriff ist in unserem Land anders geprägt. Wenn die Leute Deutschland meinen, meinen sie nicht das Dritte Reich. Aber bei den Alliierten ist das so. Und wenn wir mal überlegen, was von Deutschland, von dem Dritten Reich besetzt waren, Ukraine, mhm. Libyen, mhm. Tunesien, Algerien bis Ägypten, Jugoslawien. Und jetzt stellt man sich vor, was in diesen Ländern passiert ist. Diese Länder unterliegen, und diesen Chefvertrag haben ja viele unterschrieben, unterliegen diesem Vertrag. Das heißt, die Mächte können dieses Land kontrollieren, ausbeuten, sich die Rohstoffe nehmen, zusammenbomben. Das ist alles durch diesen Chefvertrag legal gemacht worden. Und dieser Chefvertrag ist obsolet, wenn wir den Friedensvertrag bekommen. Das heißt, jeder sollte sich überlegen, wenn in der Ukraine, in Libyen Menschen sterben, wir können das ändern. Das heißt, jeder, der das weiß, trägt auch eine gewisse Mitverantwortung, wenn es da weitergeht. Wow. Ja, die russische Seite hat sich an diesen Friedensvertrag von Brest-Litovsk gehalten. Da ist nämlich, sind die Grenzen geregelt. Den sollte man sich auch, kann man im Internet finden, den sollte man sich auch mal durchlesen. Es ist sehr kurz und sehr gut gemacht. Und die russischen Grenzen sind festgelegt, die Grenzen des Deutschen Reiches sind festgelegt. Und das Deutsche Reich hat unter den Maßgaben des Völkerrechts alle Grenzen dazwischen zu regeln. Was wahrscheinlich den Ländern vielleicht auch nicht gefallen wird. Aber wenn man das in Liebe und Wohlwollen miteinander machen würde, würde das funktionieren. Wir sind alle eine große Familie. Russland, Polen, alle Staaten. Wenn man sich überlegt, Katharina die Große hat viele Deutsche nach Russland geholt. Das ist eine Familie. Und wir haben uns, das kann man ja nicht Streit nennen, wir haben uns gegenseitig umgebracht. Wenn man im Wohlwollen miteinander umgeht, dann hat man einen hohen Wohlstand. Man kann anderen Völkern, die den Wohlstand nicht haben, helfen. Und es wird auch Regelungen geben europaweit. Wir brauchen keine EU, das ist ja auch ein Verein, aber wir können gemeinschaftliche Währung einführen. Das heißt, jedes Land hat seine eigene Währung und es gibt noch eine europäische Währung und die kauft man dann jeweils nach Wechselkurs. Und man kann mit dieser Währung überall bezahlen. Also dafür braucht man keine EU. Das geht alles viel einfacher, aber immer in Souveränität des eigenen Staates. Ja, und darum geht's ja. Ja, und da wollen wir ein bisschen Hilfestellung leisten mit Informationen. Jetzt, Matthias, gibt es noch irgendeinen wichtigen Punkt, den du noch offen hast, den du unseren Zuschauern... Ja, ein Punkt, der im Internet sehr kontrovers diskutiert wird, ist der sogenannte gelbe Schein, die Staatsangehörigkeitsurkunde. Und diese Staatsangehörigkeitsurkunde gibt es seit 1949, gab es also auch schon unter der direkten Besatzung. Der Hintergrund ist folgender. Wir hatten ja eben gesagt, seit 1934 gibt es das sogenannte Reichsbürgergesetz. Bis dahin stand die Staatsangehörigkeit im Ausweis. Danach stand nur noch Deutsch oder Deutsches Reich, was keine Staatsangehörigkeit ist. Also unsere Vorfahren haben ihre Staatsangehörigkeit, haben schon auf ihre Staatsangehörigkeit freiwillig verzichtet. Und wir müssen deshalb, das haben die Alliierten angeordnet, wenn wir die Staatsangehörigkeit haben wollen, das auch beweisen und bekommen darüber ein Dokument. Und wenn die Bundesrepublik Deutschland den gelben Schein gut finden würde, dann würden sie plakatieren, bundesweit, Deutschland sucht den gelben Schein. Im Augenblick ist es aber so, dass es massivst verhindert wird. Der gelbe Schein, den gibt es auch in verschiedenen Ausführungen. Der Schein ist immer der gleiche. Als erstes fällt auf, da steht nicht Name, sondern Familienname drauf, natürliche Person. Und wenn der Name in Groß- und Kleinbuchstaben als natürliche Person geschrieben wird, dann ist er im Rechtsstand vor 1914. Das hat auch Herr Peter Peterlini bestätigt und mir telefonisch. Die nächste Möglichkeit ist nach 1934. Dann wird der Familienname nur in Großbuchstaben geschrieben.
Und ich habe jemanden kennengelernt, dem haben sie den Schein so ausgefüllt. Und dann ist er hingegangen und hat das reklamiert, weil er den Antrag richtig abgegeben hat. Dann haben sie ihn umgetragen, also haben sie einen neuen Schein gegeben. Das heißt, also das ist sogenannte Ämter oder Behörden von der Bundesrepublik Deutschland in Anführungszeichen tun, ist richtig, weil sie indirekt die Verwaltung der Alliierten darstellen? Die BRD ist, also 1945 sind die Vereinigten Wirtschaftsgebiete gegründet worden. Und daraus ist die BRD dann entstanden. Und die BRD war die direkte Verwaltung der Alliierten und ist jetzt die indirekte Verwaltung. Die ist also immer noch im Auftrag der Alliierten für diese Sache zuständig. Und zwar müssen die Alliierten nach der HLKO die öffentliche Ordnung aufrechterhalten. Das heißt, sie müssen die Einwohnermeldeämter, die Katasterämter weiterführen. Und dafür haben sie die Bundesrepublik Deutschland im Handelsrecht ausgesucht. Aber sie müssen die Unterlagen geben. Und die dritte Möglichkeit, den gelben Schein... Die haben dann auch Gültigkeit. Die haben auch Gültigkeit. Die dritte Möglichkeit ist, dann steht unten drunter noch Staatsangehörigkeitsgesetz. Dann ist man in der Zeit nach 49. Also die drei Möglichkeiten kenne ich. Es kommt nur darauf an, wie der Name geschrieben wird. Und der Antrag ist wichtig. Wir schreiben in den Antrag rein unsere Staatsangehörigkeit, zum Beispiel Königreich Preußen. Und wir schreiben rein Rustag, 1913, 4.1. Paragraph 4.1, das ist die Abstammung. Aber das kann man nachlesen bei euch. Das kann man alles in dem Buch nachlesen, ja. Ja, dann machen wir jetzt mal Folgendes. Herzlichen Dank erstmal bis dorthin. Ja. Mit dem Matthias könnten wir jetzt noch stundenlange Sendung machen. Wir hatten noch bestimmt eine Menge Sachen, aber es ergibt sich vielleicht das nächste Mal. Auf jeden Fall am Ball bleiben, Leute. Und wir gehen jetzt leider mal durch, was er auch an Unterlagen hat. Er führt uns dann mal sein Buch vor und seine Prospekte, die uns allen helfen können, einen Leitfaden zu haben. Und wir erzählen dann auch nochmal, wo man die Filme findet. Wir werden sie vielleicht auch bei Awakeness TV verlinken. Schauen wir mal. Wichtig ist ja, dass Informationen rauskommen. Ja, ne? Also, klasse. Matthias, ich danke dir. Jeder muss sich entscheiden, was er möchte. Ob er weiter in dem System der BRD sein möchte. Und er sollte dann wissen, was auf ihn zukommt. Oder ob er in die Staatlichkeit möchte und selbstbestimmt, wie er leben möchte. Das fängt von der Gemeinde, die Verantwortung. Das fängt in der Gemeinde an. Wie möchte ich in der Gemeinde leben? Mhm. Wenn der Gemeinderat beschließt oder die Mehrheit der Gemeinde, das heißt, Allmacht der Mehrheit sollte nicht durchschlagen, sondern auch die Minderheiten sollten ihre Rechte bekommen. Ja. Und das ist genauso, wenn wir unseren Friedensvertrag bekommen, wollen wir unseren Boden wieder haben, der uns genommen wurde. Das würde natürlich jetzt... ist ja ganz in der Nähe, Elsass-Lothringen, mit den Franzosen einen vorgezeichneten Konflikt geben. Aber wenn wir in Liebe und Wohlwollen miteinander umgehen, dann braucht man keine Konflikte. Dann würde man aus Elsass-Lothringen ein Freundschaftsgebiet machen, was deutsch-französisch wäre. Und es würde in den zukünftigen Generationen sich nie wieder jemand darüber streiten. Das ist das Gleiche würde mit Polen passieren können. Deutsch-französische, deutsch-polnische Friedensgebiete oder Freundschaftsgebiete. Nie wieder Krieg, nie wieder Feindschaft, Wohlwollen, gemeinsam Wohlstand, gemeinsames Besuchen, gemeinsames Zusammensein. Das ist eigentlich das Ziel, was man im Auge haben sollte. Ja, Matthias, wir haben da noch einen interessanten Fall, den du uns schildern wolltest. Und ich dachte, das interessiert unsere Zuschauer auch. Ja. Also vielleicht kannst du das mal eben sagen. In der BRD gab es vor kurzem den Fall, dass eine Frau für 190 Euro GEZ-Gebühren, die sie nicht bezahlt hat, für, gucke mal nach, für 61 Tage in Haft gekommen ist. Sie wäre auch noch länger in Haft gewesen, aber die Rundfunkanstalt hat das dann zurückgezogen, weil dieser Fall in den Medien, in den alternativen Medien, große Wellen geschlagen hat. Warum konnte die Frau verhaftet werden? Als BRD-Bürger mit Personalausweis ist man eine juristische Person. Rechtlos, staatenlos. Ein Staatsangehöriger mit gelbem Schein kann sich auf Rechte berufen, die die BRD ratifiziert hat. Zum Beispiel die europäischen Menschenrechte. Da steht drin, dass man wegen ziviler Geldschulden nicht verhaftet werden kann. Und dass man nicht gezwungen werden kann, gegen sich selbst auszusagen. Eidesstattliche Versicherung. Wenn man den gelben Schein hat und das entsprechend schriftlich mitteilt, ist meine Erfahrung, dass man dann nicht verhaftet wird und auch
nicht zum EV gezwungen wird. In meinem Fall ist das schon sehr häufig passiert und ich kriege dann immer ein Schreiben, dass ich in der Schuldnerdatei eingetragen werde. In unserem Buch haben wir geschildert, dass das auch Nachteile hat, wenn man sowas machen wollte, was nicht unbedingt empfehlenswert ist in jedem Fall, dann sollte man sich vorbereiten, weil man kann dann keine Konten mehr öffnen, man ist in der Schufa eingetragen, man kann keine die Kreditkarten werden zurückgezogen, wobei es dann aber Prepaid-Kreditkarten gibt, also es gibt auch viele Ausweichmöglichkeiten, aber man muss sich dann darüber im Klaren sein, dass das einiges nach sich zieht. Genau wie alle Aktionen, die man gegen die BRD unternimmt, viel nach sich ziehen können. Wenn man ein Knöllchen nicht bezahlt, kann es sein, dass der Führerschein entzogen wird. Das war in meinem Fall auch so. Man hat mir mitgeteilt vom Kreis Paderborn, dass ich Verfassungsfeind bin. Ich frage immer, welche Verfassung? Ja, die Verfassung. Das hat mir noch keiner mitgeteilt. Welche Verfassung? Jedenfalls gibt es ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg, in dem steht, dass man nicht wegen politischer Meinung dass dann nicht zum Führerschein hinzukommen kann, sondern nur, wenn man im Straßenverkehr auffällig wird. Und daraufhin ist der Führerschein zähneknirschend sofort wieder zurückgegeben worden. Ja. Ich hatte ihn ja nicht abgegeben, aber... Ja, man sollte vielleicht auch nie das Original bei sich tragen, sondern wenn, immer eine notariell beglaubigte Kopie, oder? Ja, das kann man machen, ja. Das lohnt sich, ja. Aber wie gesagt, wegen politischer Meinung kann das nicht entzogen werden und das haben wir auch im Buch geschildert. Ja. Also unbedingt dieses Buch auch nochmal bestellen oder runterladen, wie auch immer. Jetzt, was uns auch noch interessiert, du hast ja auch noch mal so eine ergänzende Information zu dem ganzen Komplex, wie man es gestalten sollte. Das wäre vielleicht auch noch interessant, wenn du das noch mal schilderst, was wir vorhin angesprochen haben. Ja. Die Gemeinde, über die wir ja schon gesprochen haben, ist seit 1914 immer rechtsfähig geblieben. Selbst das Bundesverfassungsgericht hat ja festgestellt, dass das Deutsche Kaiserreich rechtsfähig ist, aber mangels Organisation nicht handlungsfähig. Sobald eine Gemeinde reaktiviert ist, ist die kleinste Einheit des Staates wieder geschaffen worden und der Staat hat die erste Handlungsfähigkeit wieder bekommen. Wenn wir Gemeinden reaktivieren, dann sind das ja bisher immer Minderheiten. Die sind dann organisiert, können sich selbst schützen. Zum Beispiel, wenn es genug Gemeinden gibt vor der Enteignung. Wenn nach preußischem Recht in einer Gemeinde die Mehrheit sich für die staatliche Gemeinde entscheidet und gegen das Handelsrecht, dann ist diese Gemeinde rechtsfähig. Das heißt, sie kann eigenständig entscheiden, ohne EU und ohne, dass die Verträge gelten. Übrigens habe ich der EU auch mitgeteilt, dass die Gemeinde Neuhaus den ESM nicht akzeptiert. Und ich habe die Antwort bekommen, man hat das zur Kenntnis genommen. Es ist ja so, einige der... Ja, Gemeinden, Kommunen oder wie auch immer bezeichnen sich oder sind in Selbstverwaltung gegangen. Das schreiben sie auch in ihren Webauftritten oder sonst was. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass wir seit 1990 zwei Möglichkeiten haben. Die Städte und Gemeinden, die allgemein noch als Stadt angesehen werden, sind ins Handelsrecht gegangen. Das kann man sehr gut auch an den Briefköpfen sehen. Früher war in der Stadt Paderborn zum Beispiel auf der linken Seite das Wappen und nach 1990 ist dann irgendwann das Wappen verschwunden und auf der rechten Seite ist ein Fantasielogo rechts und das ist das deutliche Zeichen, dass das in einem Handelsrecht ist. Man kann das aber auch überprüfen, zum Beispiel bei Manta, Hoppenstedt oder D&B, also Dun & Bradstreet. Das sind internationale Firmenregister. Diese Firmenregister bestätigen auch, dass sie nur Firmenlisten und die Stadt Paderborn, das Amtsgericht Paderborn, der Kreis Paderborn sind alles als Firmen gelistet. Wir haben jetzt seit 1990 nach dem 2+4-Vertrag Berlin und Deutschland als Ganzes ist freigegeben worden. Die Fortsetzung des Ersten Weltkriegs, der sogenannte Zweite Weltkrieg, ist beendet worden. Und die direkte Besatzung ist in eine indirekte Besatzung übergegangen und wir haben die Möglichkeit, uns selbst zu verwalten. Das heißt also, wir können ins Staatsrecht gehen. Uns, wenn wir Bundesstaatsangehörige sind. Oder wir bleiben freiwillig in der BRD-Verwaltung. Das Staatsrecht hat dann zur Folge, dass die Gemeinde wieder reaktiviert ist, aus dem Vertrag rausgenommen wird. Und da gibt es drei Möglichkeiten.
einmal die Rechtsfähigkeit, die immer da war, seit 1914, Dornröschenschlaf, kann man sagen. Dann die Organisation, dann sind nur die Gemeindemitglieder die, geschützt. Und dann die Rechtsfähigkeit. Die Rechtsfähigkeit bedeutet, dass die Mehrheit der Staatsangehörigen nach dem preußischen Recht in der Gemeinde wohnen, in der staatlichen Gemeinde wohnen wollen. Und dann ist die Verwaltung eigenständig. Außerhalb der EU und außerhalb von ESM oder TTIP. Der EU haben wir als Gemeinde Neuhaus mitgeteilt, dass der ESM bei uns nicht gilt. Und da haben sie uns mit, geantwortet, sie haben es zur Kenntnis genommen. Die staatliche Gemeinde kann man besonders gut reaktivieren, wenn es wenige Einwohner gibt. Und wenn man bei Wikipedia nachguckt, gibt es in der BRD Gemeinden ab 9 Personen. Eine Hallig hat 9 Personen. Das wäre sehr einfach, da die Staatlichkeit herbeizuführen. Und es gibt in Süddeutschland sehr, sehr viele Gemeinden, die mit 11 Personen oder 11 Bürgern eine Gemeinde bilden. Je größer die Gemeinde ist, je schwieriger wird das natürlich. Jetzt ist es natürlich so, das heißt, angenommen, man hat es vor, so eine Gemeinde zu gründen, wie er es gemacht hat, also zu reaktivieren, heißt es eigentlich, ist ja besser. Wenn man jetzt aber nicht von dort stammt, also sagen wir mal, jemand aus Hamburg möchte gerne bei euch sein, ist das möglich oder geht das gar nicht? Nach Paragraph 7 BGB kann man nur da seinen Wohnsitz begründen, wo man auch wohnt. Das heißt also, man kann nur die Gemeinde reaktivieren, in der man auch wohnt. Ich kriege unendlich viele Mails, alle wollen in Neuhaus gemeldet sein. Das geht nicht, außerdem wäre das dann nur eine Gemeinde. Wir brauchen viele, viele Gemeinden, um den Friedensvertrag zu bekommen. Und das Bodenrecht kann man auch nur dann sichern, wenn man die Gemeinde reaktiviert, in der man wohnt. Eine Ausnahme ist, wenn man zum Beispiel ein Haus besitzt, könnte man am Anfang aus den umliegenden Ortschaften Leuten den Wohnsitz in seinem Haus geben. Ja. Als Übergangsregelung. Ja, also es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge Möglichkeiten. Und das ist wichtig, dass wir da kreativ sind, oder? Ja, das ist ganz wichtig. Das wird aber auch thematisiert in unserem Forum. Ja. Wir haben ja ein Forum, wo ich teilweise antworte, aber auch gegenseitig Fragen beantwortet werden. Wir haben Dateien auf unserer Internetseite, wo viele Informationen sind. Der Originalantrag für den gelben Schein. Im Buch ist beschrieben, wie man den gelben Schein oder den Antrag ausfüllt, damit man auch den richtigen gelben Schein bekommt. Denn beim gelben Schein ist der Antrag wichtig, dass da die richtigen Begriffe drin stehen, wie Rustag oder der jeweilige Bundesstaat. Man kann ja reklamieren, wenn das dann falsch ausgefüllt ist, ne? Also wir machen das so, wir gehen nicht alleine dahin, wir gehen immer zum Leiter der entsprechenden Stelle und wir nehmen den Antrag doppelt mit. Und wir lassen uns den dann bestätigen. In Paderborn macht der Leiter des Ausländereinwohnermeldeamtes auf jeden Seite einen Stempel. Und wenn man die Originale mit hat, kopiert er die und gibt einem die wieder. Das ist natürlich wichtig, dass man die wieder mit nach Hause nimmt. Und dann läuft das in Paderborn eigentlich anstandslos durch. Ich habe ein Gemeindemitglied, der ist mal hingegangen, da war der Leiter nicht da. Und die Mitarbeiter wimmeln das sehr massiv ab. Der Leiter des Einwohnermeldeamtes, der Richtige, wenn man den kennt, ist im Auftrag der Alliierten beauftragt, das ordnungsgemäß durchzuführen. Und bisher ist das auch meistens so gelaufen. Wobei es mittlerweile auch Widerstände gibt von der BRD, den gelben Schein ordnungsgemäß auszufüllen, weil es mittlerweile, nach meinem Kenntnisstand, gibt es ungefähr 2 Millionen gelbe Scheine bei BRD-Bediensteten. Und weit über 4 Millionen gelbe Scheine bei dem Rest der Bevölkerung. Wir brauchen zum Friedensvertrag zwischen 5% und 10% des Souveräns. Und diese Zahl scheint erreicht oder fast erreicht zu sein. Und deswegen diese hohen Widerstände. Ja, also wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, mal, ne? Man merkt das überall, dass der Widerstand immer größer wird und das System sich selbst vorführt. Sie halten sich an ihr eigenes Recht nicht mehr. Das kann man also überall sehen. Es wird Recht gebeugt und das zeugt davon, dass man fast annehmen kann, dass man in einer Diktatur lebt.
Ja, das sagen wir ja auch immer. Parteiendiktatur. Ja, ich habe im Internet auf einer russischen Seite Sputnik vor ein paar Tagen gelesen, dass ich glaube, der ehemalige Ministerpräsident von Polen das auch behauptet hat. Also da bin ich nicht alleine. Ja, es gibt viele Leute, die uns auch inzwischen da helfen in der Aufklärung. Vielleicht sagst du nochmal deine Webseiten und das Forum. Ja, unsere Internetseite ist www.gemeinde-neuhaus.de oder www.nestag.at. Aber wenn man auf die Gemeinde Neuhaus geht, kommt man teilweise auch auf die Nestag-Seite. Also, schaut drauf. Klasse, dass du da warst, Matthias. Bis bald.